Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset. Woche 5 ist angebrochen, der Saison 17, Saison der Heimgesuchten. Und ja, schauen wir mal, was diese Woche aktiv ist. Erstmal gleich am Anfang ist es irgendwie schmelzige Labore aktiv. Zonenkontrolle, da wird das halt getestet, ein bisschen abgeändert alles. Aber das seht ihr ja, wenn ihr frisch ins Spiel reingejoint habt, dann kommt dieses Bild direkt am Anfang im Orbit oder wo auch immer ihr startet. Dann sind natürlich jetzt die Hufbooster im Gambit aktiv. Das heißt, dort solltet ihr auf jeden Fall den Vagabunden durchknallen beziehungsweise den Rang durchknallen und ganzer Gambit spielen. Und das natürlich am Stück. Ja, es das heißt, ihr müsst... Gambit nicht verlassen, die Aktivität, also ihr dürft keine andere Aktivität starten, sondern immer nur Gambit spielen, sonst ist der Stapel der Rufpunkte nämlich dann halt weg. Das heißt, bei Ford zum Beispiel, da war das halt eben als Beispiel auf max 1250 Punkte pro einmal Dämmerung laufen damals, und da habt ihr halt eben ganz schnell die Ränge gelevelt, und das solltet ihr im Gambit auch tun. So, wir gehen jetzt aber erstmal zu Tests und schauen erstmal nach, was da so im Shop rumfliegt. Da haben wir hier einmal Tragflügel, Hülle, Geisthülle 2850, Glanzstaub hat sogar irgendwie was, ist ganz lustig, aber ist einfach viel zu teuer. Glanzstaub ist rar. Dirigent hier, Geste an für Simon Glanzstaub. Na? No. Das kann man sich überlegen. Das kann man sich überlegen, die zu nehmen. Dann hier einmal verknöcherter Auftritt. 450 Glanzstoff hier einmal. Sieht eigentlich ganz nice aus, habe ich auch. Also wie gesagt, der sieht auch ganz schön aus. Dann hier einmal Silber Terra Torn. Okay, Besonderes? Shader für 300 Glanzstaub. Okay. Ja. Oh, hat was. Ah, muss ich mal überlegen. Vielleicht hole ich mir den Shader auch. Ah, weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal überlegen. Dann hier im Glanzstaub-Shop. Dann einmal Sparrow Trip hier. Geste für 3250 Glanzstaub. Okay, bisschen wenig, wie ich finde, zwar ganz lustig, aber ein bisschen wenig für den Glanzstaubpreis. Dann hier einmal Gesellschaft für das Einsame, Waffenelement für Drang, Simon Glanzstaub. Sieht Drang einmal so aus. Ja, muss man sich überlegen. Ist jetzt nicht weltbewegend. Feuerschneisen, Hülle, Geisthülle für 2850 Glanzstaub hier einmal. Sieht irgendwie aus wie so eine Luftmine oder sowas. Dann hier einmal Meeresschaumgleiter, Transportmittel für 2500 Glanzstaub. Okay. Oh, geht so. Dann hier einmal Schrottplatz-Navigator-Schiff für 2000 Glanzstaub. Naja, geht so. Dann hier einmal Dämmerungssänger-Reif. Also einmal ein Warlock-Ornament von diesem Season-Set von Season 17. Keine Eile, für bitte. Titan, und für Jäger gibt es das natürlich auch. Kostet 1200 Glanzstaub. Das werde ich mir natürlich auch holen, natürlich, weil es gehört zum Set dazu. So, Splitter-Projektion hier einmal für 1500 Glanzstaub. Oh, geht so. Dann hier einmal Kriegssatellit Ankunft. Dann einmal Trickkiste. Und hier einmal Teleport-Effekt. Dubioser Teleport. Okay, kosten alle 450 Glanzstaub. Dann die Shader hier einmal. Klar Shader für 300 Glanzstaub natürlich. Dann einmal königliche Behandlung. Dann einmal Splittersehne. Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann hier einmal Nektar Dynamo. Alter, das sieht auch krass aus. Ja, ne, also was euch gefällt, mitnehmen. Und ich hole mir auf jeden Fall das Teil hier und sonst eventuell hier noch vorne die Geste. Der Rest ist dahingestellt. Da muss man selber nochmal gucken, was da für einen vielleicht in Frage kommt. Aber es ist halt immer Geschmackssache. Das ist halt die Sache. So, bei Bench natürlich auch immer wieder vorbeigehen. Auch bei Ada One. Immer 19 Uhr kommen hier neue Mods rein, hier unten. Boss-Spezifikation ist gerade da, Major-Spezifikation, Icarus-Griff und hier einmal Umzingelt-Spezifikation. Wie gesagt, wenn das fehlt, immer kaufen. Wenn ihr neu dabei seid, immer kaufen, weil die braucht ihr auf jeden Fall. Für PvE vor allem braucht ihr die Sachen. Also auf jeden Fall immer wieder vorbeigehen. Hier um 19 Uhr kommen neue Sachen. Denk immer wieder dran, schauen und kaufen. Weil das ist halt auch wichtig, damit ihr halt eben auch mit Mods halt arbeiten könnt, vor allem wenn ihr PvP-Aktivitäten spielt, die ein bisschen schwieriger sind und ihr braucht die Sachen, dann ist das schon ganz gut, dass ihr das alles halt schon gekauft habt. Also immer wieder vorbeigehen, natürlich aber nur für Leute wahrscheinlich eher, die halt frisch angefangen haben oder etwas neuer sind. Sonst für mich zum Beispiel, ich habe eh alles gekauft, meistens nutze ich es wahrscheinlich nicht. Bei Ada One gucken wir auch noch mal kurz, da ändert sich ja auch immer der Shop immer jeden Tag um 19 Uhr, deswegen immer Hallo mal schauen. Mal wieder. So, da haben wir hier einmal das Set komplett hier, Thorium, Hain, ist das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. 49er Wert, 50, 53, 48, nichts Tolles auf jeden Fall. Da haben wir die Mods hier, ruhiges Maschinengewehr,
ruhiges Maschinenpistolenzielen, so Impulsgewehrgeschick, dann Ausdauerquelle und hier einmal ruhiges Glefenzielen. Auch hier, wenn es fehlt, Die mitnehmen. schwarze So, da haben wir Waffenkammer hat natürlich auch die eine. saisonalen Herausforderungen diese Woche. Und das ist ja, wie gesagt, Woche 5. Einige Sachen muss ich noch fertig machen vor den vorigen Wochen, aber ich habe immer die Sachen fertig gemacht, die ich definitiv machen muss, weil es gerade aktiv ist. Letzte Woche war ja Hexenkessel aktiv, da habe ich Hexenkessel-Sachen fertig gemacht. Die anderen Sachen erledigen sich dann auf Dauer von alleine. Müssen nicht explizit verfolgen. So, im Jeder Leid verbunden Einsatz des 5, hier Weges einmal bedeutet schieße im Leid einen verbunden weiteren 5 ab und Datensatz für besiege meine Forschung. Albträume auf Und dem davon brauche ich so Mond. viel Ja, wie auf dem möglich. Mond Albträume besiegen, da geht ihr natürlich dann, wo geht ihr direkt hin? Genau. Albträume besiegen geht, glaube ich, am schnellsten, gehe ich von aus. Ich zeige es mal eben schnell. Und zwar ist es Hafen der Sorgen bei dem Event hier. Ja, da könnt ihr einfach hingehen. Da gibt es, oder geht hier in die Albtraumjagd, ist eigentlich auch egal. Aber prinzipiell hier kommen die meisten, glaube ich, raus. Deswegen ist, glaube ich, da, glaube ich, am einfachsten, würde ich sagen. Deswegen das da auf jeden Fall zu machen. Dann haben wir leere Trauer, schließe Trennung Trauer ab. Wobei Solange du ich nur deine einen leeren Fokus und Organisation leere zurückhabe, Kinetik wird die oder Waffenkammer Stasiswaffen nicht benutzt. einfach verschwinden. Da müsst ihr halt nochmal in die Trauer rein mit den Sachen, die hier stehen. Dann haben wir einmal hier Verbindung der Befehlskette, erlange Befehlskette, habe ich schon bekommen. Levitan, Schnitter, Kabal- und Albtraumbosse. Besiege Kabalbosse in Strikes oder Food-Playlisten. Besiege Albträume im gesamten System. Okay, dann Albtraum-Eindämmung 3. Schließe während der Saison der Stufen des öffentlichen Events Albtraum-Eindämmung auf der verlassenen Leviathan ab. Das Nahen der 44%, Pyramiden macht okay. mir Dann trotz der Umbral-Fokussierung Hintergrund. 2. Ich will Fokussiere gar während nicht der Saison vorstellen, wie sich die Equipment bei Gründer der der Krone des Waffenkammer Leids. während des Fokussierte Waffen Übergangs geführt und haben. fokussierte Rüstung. Und dann hier einmal Sonnenbrand. Besiege Hüter, garantierter Bonusfortschritt für das Besiegen mit Hilfe von Solareffekten. Okay. Gut, dann bin ich auch mal gespannt. Aber es geht. Alles zu schaffen, alles zu machen. So, ich hole mal kurz die Beutezüge eben raus, auch wenn ich gerade kein Teammate am Start habe. Wie gesagt, mit geteilter Weise kriegt man ein bisschen mehr ab, aber ich mache das mal eben, damit ich halt die Tage die Beutezüge wieder mitnehmen kann. Sonst kann ich nämlich nicht mitnehmen, wenn die doppelt auftauchen. Das ist natürlich schon erledigt, das ist ein bisschen ärgerlich. So, das ging jetzt natürlich ganz fix hier. Die Auch ein bisschen Adaptierung EP dieser neuen gekriegt Technologie ist ein und Power Bonus überwältigendes plus 1. Nicht Erlebnis. vergessen, hier Ich habt ihr dann noch verstehe sie den kaum, aber Booster es für 5 fühlt sich Season-Ränge. gut an, mich Deswegen einer auch echten immer Herausforderung zu alles stellen. fertig machen jede Woche. So, jetzt bin ich auf 1585 schon. Ist auch gar nicht schlecht. Ich komme voran. Ich bin sehr zufrieden, aber ich habe natürlich auch immer Hilfe von meinen Teammates. Also von daher läuft es eigentlich ganz gut bis jetzt. So, was haben wir denn sonst so? Mal eben gucken. Zielorte, genau, da müssen wir auch nochmal hin. So, dann die NPCs natürlich hier auf dem Turm bedienen. Hier gibt es Glanzstaub einmal bei Solange Zavala, ich hier gibt es deine Glanzstaub einmal bei Lord Einsatzroutine Shaxx, nicht hier gibt es zurückgebe, keinen Glanzstaub, wird aber die so EP, Waffenkammer auch mit nicht 8 einfach Beutezügen verschwinden. bedienen. Hier gibt es auch Glanzstaub beim Vagabunden. Hier gibt es dann mächtige Spitzenrüstung plus 1. Das alles bedienen mit den Beutezügen etc. Die nicht vergessen. Dann träumende Stadt, wollte ich gerade sagen, stimmt gar nicht. Savatuns Thronwelt. Hier einmal natürlich der Schwur des Schülers. Das einmal aktiv hier. Basisinformation, eine Herausforderung wartet, okay. Dann hier einmal Erhaltung, einmal hier Spitzenausrüstung, natürlich dann einmal Altar der Reflexion, Altar Reflexion Pakt etc. Dann hier natürlich Urquell, Verteidigung ist gerade Das aktiv, morgen kommt Durchstöbern dann der Angriff, das variiert Raytech-Pläne immer ist wie von das Tag zu Erlernen Tag. einer Dann neuen hier wöchentliche Sprache. Mission ist einmal das Manchmal Ritual, ich glaube, das ist komme die ich nicht letzte mehr mit. Mission gegen das Viech. Ja, Sabertun halt natürlich, zu bestehen. Dann Finch natürlich noch leveln, dann müsste ich hier noch in die Enklave, da muss ich auch noch ganz viel machen, aber einige Sachen noch offen. Achso, da fehlt natürlich noch was. Einmal hier Vox Obscura, könnt ihr auch laufen. Alles sind verbunden mit Beutezügen, nicht vergessen, auch wichtig. Dualität natürlich auch laufen. Hier Herzschatten, oder wie heißt das, die Wenn Waffe der noch? Reisende handelt, verändert sich die Herzschatten Welt. bekommen und dann Für den Cutter auch manche noch zum holen danach, Besten, wenn ihr für Herzschatten andere gedroppt zum bekommen habt. Fürchterlichen. Was wird Ja, ihre es gibt viel zu neue spielen, Mission? viel zu machen. Dann hier natürlich Kastell oder Eindämmung spielen. Hier natürlich mächtige Stufen 1 und mehrere andere auch. Da natürlich die Eindämmung wieder spielen. Dann diese Woche natürlich Trennung spielen. Ist diese Woche ja natürlich dann was anderes. Okay, Trauer müsst ihr ja mit dem Dings rein da. Ja, Moment. Da muss ich dann nochmal kurz mal das gucken. Auf Europa ist eigentlich nichts so Interessantes mehr. Da gibt es natürlich auch noch einige Sachen, aber was eher. Ja, uninteressant, wenn da nicht gerade was aktiv ist, was aktiv sein Der soll. Weber hat eine Dämmerung ist diese Intelligenz Woche ja entwickelt, einmal die verdrehte Säule. Na Wenn geil, man das geht ja schwitzt, schnell. Dann der Food Strikes laufen wächst mir natürlich dann hier so ins einmal mit dem Herz. Fokus Solar versenken, also Fokus Solar reinmachen. Spitzenreiter gibt es noch nicht. Gambit hier natürlich einmal laufen. Freelancer laufe ich meistens, aber wie gesagt, da sind da die Rufpunkte erhöht. Hier, da doppelte Gambit-Rangpunkte. Auf jeden Fall spielen, spielen, spielen. Anders geht's nicht. Schmelztiegel, wie gesagt, sind gerade die Labore aktiv. Konflikt ist hier gerade aktiv. Ruhm überleben. Rumble, dann Eliminierung Dem und dann hier Reisenden einmal habe Kontrolle. ich nie Hier sind die vertraut. Labore. Aber ich Aber fange da an, droppt anscheinend seinen wohl nichts Hütern mein an Vertrauen zu schenken. Spitzenrüstung oder so. Aber hier kann man halt das testen. Ja, das ist diese Woche neu.
Und dann bei den Legenden natürlich hier einmal gläserne Kamera könnt ihr laufen. Da ist einmal hier Fremde in der Zeit aktiv. Achso, ihr könnt ihr alles übrigens in der Videobeschreibung durchlesen. Alles von meiner MO steht da alles schön beschrieben in meiner Videobeschreibung oder direkt zu meinem MO gehen. Die träumende Stadt, da ist diese Woche alles aktiv hier. Der zerbrochene Ton gibt Spitzenausrüstung. Dann hier einmal der letzte Wunsch gibt Spitzenausrüstung. Das ist in dem Raid das oder Dungeon-Zyklus drin gerade diese Woche. Petra ist hier bei Woche 2 sozusagen. Assistenten-Herausforderung müsst ihr bei mir in der Videobeschreibung schauen. Weiß ich gerade nicht. Achso, und die Waffen von der Dämmerung weiß ich auch nicht, die da gerade droppen. Ewigkeit spielen, so Schatzkammer looten bis zum geht nicht mehr. Mutproben spielen, natürlich dann auf Legende. Sonst jetzt nicht so richtig. Ausrüstung ist gesperrt hier, passt genau. Wettkämpfer, der Weg des Hufes hier. Erste Runde Schad, zweite Runde gefallene, Finalrunde wahllos Taug. Champions Feinde natürlich alle, Solarversenken aktiv im Pass und hier einmal geschützte Feinde auch alle. Aber mit der Einsatzdruck-Team rein, schön über die App suchen, das funktioniert auch. Druck der Habsucht läuft auch diese Woche natürlich, aber gibt es keine Spitzenausrüstung diese Woche, ist nicht im Zyklus drin. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Wenn ja, guckt in die Videobeschreibung und wie gesagt, ich muss auch da erstmal eine Runde loszocken und schauen, was abgeht. Habe auch wenig Zeit, ich war gerade noch laufen, deswegen bin ich auch ein bisschen durcheinander. Hört man wahrscheinlich auch, muss mich halt ein bisschen beeilen hier, ich will duschen. So sieht es mir aus. Reingehauen und dann viel Spaß beim Zocken diese Woche, wie gesagt, und spiel viel Gambit. Bis denn, danke für den Support. Tschüss! Die